Lieben, heute bin ich mit einem Haul zurück, weil mich schon sehr, sehr viele gefragt haben, ob ich nicht mal wieder einen Haul machen könnte, weil ihr gemerkt habt, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr viele neue Produkte auch verwende. Das werde ich jetzt hiermit machen. Ich habe deswegen so lange gewartet, weil ich nämlich noch auf ein Paket gewartet habe oder besser gesagt auf meine Mama, die jetzt wieder zurück aus Amerika ist und mir da ein paar Sachen noch mitgebracht hat. Bis auf eins, das habe ich in dem Koffer noch nicht gefunden, deswegen... das sind nochmal Make-up-Lidschatten, die werdet ihr aber dann auch alle sehen in den Videos. Ich habe einfach nochmal ein paar gekauft und ein paar Foil-Shadows, ein paar normale. Deswegen, ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem ersten. Und zwar sind es, da habe ich auch schon ein paar für diesen Look hier verwendet. Wenn ihr wissen möchtet, wie ich mich so geschminkt habe, dann haltet Ausschau. Ich werde es demnächst hochladen, das Video, zu dem Make-up-Tutorial. Da benutze ich nämlich ein paar von den neuen Sachen. Und zwar habe ich da auch Anastasia Beverly Hills Lidschatten. Deswegen habe ich mir die jetzt mal gekauft. Ich habe mir einmal Orange Soda bestellt. Das ist eine sehr, sehr schöne Übergangsfarbe zum Verblenden. Habe ich auch heute benutzt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist auf jeden Fall die Farbe. Dann habe ich noch Burnt Orange mir bestellt. Habe ich auch schon verwendet für das Make-up. Super schöne Farbe. Das ist einmal dieser schöne Ton hier. Dann bin ich sehr gespannt. Den habe ich nämlich gesehen und ich fand den irgendwie sehr, sehr schön. Und zwar ist es die Fustard. Das ist eher so ein kühleres Braun. Auch super schön als... Übergangsfarbe zum Verblenden. Das ist einmal das unten drunter. Dann natürlich musste natürlich auch noch ein grüner Lidschatten mit. Und zwar habe ich mir da Moss bestellt. Das ist so ein, ja, wie so ein Army-Grün. So ein Khaki mit goldenem Schimmer drin. Habe ich noch gar nicht gesehen oder noch gar nicht mehr angeschaut richtig. Das ist einmal der Ton da unten, weil wenn ihr mich schon ein bisschen jetzt schaut, dann wisst ihr, ich stehe auf meine grünen Lidschatten. Dann habe ich Morocco. Mega schöner Ton. Habe ich auch noch nicht mir richtig angeguckt, habe ich nämlich auch nicht verwendet. Was ich noch verwendet habe, war die Farbe Fudge. Das ist so ein dunkleres Braun, auch sehr, sehr schön. Ich habe mir 7 Lidschatten bestellt und dann habe ich noch so eine 4er-Palette mitbekommen. Da hätten wir noch Fudge und als letztes natürlich Sienna. Wobei Sienna und was war das nochmal, Morocco, schauen sich sehr, sehr ähnlich. Also da hätte ich mir, denke ich mal, das eine oder das andere bestellen können. Aber dann würde ich sagen, bleiben wir noch gleich bei Anastasia Beverly Hills. Und zwar habe ich mir noch die Modern Renaissance Palette bestellt. Ich habe schon mal kurz reingespitzt. Ihr bekommt da wieder einen Pinsel. Das sind auf jeden Fall die Farben. Habt ihr bestimmt schon 100 Mal jetzt auf YouTube gesehen. Mega schöne Farben. Primavera schaut sehr, sehr schön aus. Ist so ein Gold. Die sind alle so schön antik. Wow. Die sind richtig butterzart. Hammer Pigmentation. Oh wow. Mega. Mega Qualität. Also wirklich super butterig. Super schöne Farben. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Bin ich ein bisschen bei Urban Decay ausgerastet. Ich wollte eigentlich nur hin, wo ist er denn, um mein Naked Weightless Concealer mir wieder zu holen in Fair Neutral. Bester Concealer ever, werdet ihr definitiv bei meinen Jahresfavoriten sehen, also haltet auch schon nach dem. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich nur wegen dem hin und ja, eine liebe Freundin von mir arbeitet bei Urban Decay und die hat dann zu mir gesagt, Vanessa, du musst die neue Spectrum-Palette haben. Und was habe ich mir geholt? Die neue Spectrum-Palette. Da habt ihr wirklich, da habt ihr wirklich alles, was das Herz begehrt. Alle Regenbogenfarben sind da mit vereint.
natürlich wieder wunderschöne Grüntöne, super schöne Violetttöne, da will ich auch meinen Look mitmachen. Was mir vielleicht ein bisschen fehlen würde, dass sie vielleicht einen, also dass sie den dunkelsten, ja, grau-schwarz-Ton, dass sie den matt gemacht hätten oder noch ein mattes Braun mit reingesetzt hätten. Aber ansonsten ist es eine super Palette. Also wenn ihr wirklich eine Palette wollt, wo ihr eigentlich jede Farbe mit dabei habt und dann nur noch eine braucht mit neutralen Tönen, dann holt euch die Spectrum Palette von Urban Decay. Mega, mega schön. Ich könnte mal noch einen Lidschatten für euch swatchen. Nämlich Warning. Ist der hier unten. Mega schön, oder? Ja. Habe ich schon gesagt, dass das alles für mich persönlich zu Weihnachten ist. Das ist meine Entschuldigung dafür, dass ich mir selber was zu Weihnachten schenke. Man kann es sich auch schön reden, gell? Dann habe ich mir noch von Urban Decay die Moondust Palette besorgt. Wunderschöne Farben. Ich trage auch die über diesen Lidschatten von Urban Decay. Kann ich euch mal zeigen. Das ist auch hier so ein, ganz unten hier ist der. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig sehen könnt. Super schönes Glitzer. Ganz, ganz toll für so als Topcoat, würde ich jetzt mal sagen, über den Lidschatten. So habe ich es jetzt auch gemacht. Wie gesagt, ich habe den einen Urban Decay Lidschatten aufgetragen und dann bin ich mit den mit diesem Glitzer, Schimmer, whatever drüber gegangen. Super schöne Palette. Dann habe ich mir, das ist jetzt die letzte Palette von Urban Decay, die ich mir gekauft habe. Und zwar habe ich mir die Electric Palette jetzt auch mal bestellt. Ich sehe nämlich so viele Instagrammer, die die benutzen und dann dachte ich mir, ach, kann man jetzt noch die auch haben. Und zwar ist das dieses wunderschöne Teil hier. Leider, okay, wir machen es mal, oh, wieder der Pinsel rausgefallen. Ich mache es mal von hier hinten, weil hier sieht man die Farben wesentlich besser wie da. Da sind sie sehr ausgewaschen, also zumindest was ich da am kleinen Monitor sehe. Ihr habt da auch wieder 10 Farben. Ich habe es natürlich zu dem und dem Ton gezogen, weil die beide sehr grünlich sind. As always. Der blaue Ton, seitdem ich das blaue Make-up-Tutorial gemacht habe, bin ich auch total wieder meinen Blautönen verfallen. Generell, also ihr habt ja auch wieder alles mit dabei. Ich finde, Urban Decay macht mit die besten Lidschattenpaletten. Wie gesagt, ich bin jetzt auch mal auf die von Anastasia gespannt, weil jetzt, was ich hier so gesehen habe, gefällt mir das alles sehr, sehr gut. Aber wirklich, wenn ihr eine Palette sucht, auch als Geschenk, geht bitte wirklich zu Urban Decay. Die machen einfach, die haben die größte Auswahl und wirklich alle Farben sind so gut durchdacht und passen alle super zusammen. Und ja, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Selbst wenn ihr sowas mal nur als kleinen Hingucker macht, bisschen mit auftragt oder so. Schaut sehr, sehr schön aus. Dann war ich noch bei MAC und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber MAC hat eine neue Kollektion draußen. Und zwar ist es die Mariah Carey Kollektion. Und ich hatte zum Glück das große Glück, noch meine Hände dran zu bekommen. Und zwar habe ich einmal die Mariah Carey Lidschattenpalette in I'm the Chick You Like mir mitgenommen. Das ist diese schöne Palette. Super schöne Palette zum Reisen. Und ich muss auch sagen, also der hier unten ist ein bisschen bröselig, aber das ist einmal dieser runde Kreis da unten. Super schöne Farben. Wie gesagt, zum Reisen perfekt, weil ihr habt einen dunklen, matten Ton mit dabei. Die anderen haben immer so einen leichten Schimmer. Aber auch, Toni ist auch ziemlich matt. Also ist eine super, super schöne Palette zum Reisen. Oder wie gesagt, auch wenn ihr irgendwo mal euch nachschminken müsst oder mal mit in die Arbeit nehmen, weil ihr danach noch irgendwo hin müsst, habt ihr hier eben alles mit dabei. Dann habe ich mir jetzt meinen Gloss mitgenommen. Und zwar ist es It's Just Like Honey. Dieser wunderschöne Ton hier. Das ist so ein Nude Gloss mit goldenem Schimmer mit drin. Und allein bitte, also bitte Entschuldigung, die Verpackung, hallo, habt ihr das Glitzer gesehen? Oh! Ist auch mal der Gloss. Ja, super schöne Farbe. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob ich den jetzt mal wirklich trage, weil ich bin eigentlich nicht so der Gloss-Typ, aber der hat mir jetzt wirklich gut gefallen, den einfach mal so über Nude Lippenstift drüber zu machen oder auch im Sommer.
Im Sommer habe ich eh öfter mal die Haare oben, deswegen ist es da auch nicht so schlimm, wenn ich Gloss trage. Bei mir ist es immer nur, wenn sie offen sind, dann ist es immer ein bisschen scheiße, weil mir dann die ganze Zeit die Haare in den Lippen hängen. Aber ich werde ihn definitiv mal ausprobieren. Wie gesagt, es ist ein super, super schöner Alltagston. Aber für die ganzen Verpackungsopfer wie mich da draußen, bitte schaut euch das an. Und das Allerallerschönste, ich hoffe, die Kamera zeigt das richtig, da ist ein Schmetterling mit reingestanzt. Entschuldigung. Für die, die es nicht wussten, Vanessa bedeutet nämlich Königin der Schmetterlinge, also das ist genau mein Lippenstift. Just for me. Only me. Und ich habe sogar am gleichen Tag wie Mariah Carey Geburtstag. Also ist es auch meine Konnexion. Auf jeden Fall ist das der Ton. Das ist die Farbe McIsle. Super schöner Nude-Ton. Hat so einen leichten Pink-Touch. Das mag ich immer ein bisschen lieber als diese Pfirsichtöne. Ich finde, die stehen jetzt nicht so. Ich finde immer, je kühler der Lippenstift ist, desto besser steht er mir. Ja, deswegen bin ich... Es gab noch einen anderen, der ist eben mehr peachig. Den habe ich aber gleich beiseite, weil ja, der wird mir besser stehen und passt mir auch besser. Dann hat der MAC noch eine andere Kollektion, und zwar ist es die Nutcracker Sweet Kollektion. Und da habe ich mir ein Duo gekauft, ein Face Duo, das heißt Copper Face Compact. Und da ist eben Whisper of Guilt mit dabei. Das ist einmal dieses schöne Teil hier. Das habe ich aber jetzt schon mal in einem Make-up-Tutorial verwendet. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welches das war. Aber ja, ich finde die Verpackung schon echt sehr süß. Ich habe dann hier noch einen Spiegel mit dabei und dann eben diesen goldenen Highlighter und so ein, wie so, kennt ihr den Rouge von, das Rouge von MAC Burn Pepper? So ein bisschen ist der hier unten, nur ist er noch ein bisschen dezenter. Also Burn Pepper ist schon mehr rot und der ist nochmal ein bisschen toned down, also ein bisschen dezenter. Habe ich jetzt schon 100 Mal gesagt, aber okay. Als nächstes habe ich, ist MAC mit neuen Strobing Creams und Highlightern rausgekommen. Und ich habe mir einmal von diesem Extra Dimension Skin Finish Beaming Blush mitgenommen. Das ist dieser hier, den habe ich jetzt auch schon öfter mal in einem Video, glaube ich, verwendet. Zeige euch aber trotzdem nochmal die Farbe. Das ist einmal dieser goldene Highlighter hier. Ich bin in letzter Zeit wirklich total, fahre ich total auf goldene Highlighter ab. Bei mir ist es halt immer ein bisschen schwierig, dadurch, dass ich so hell bin, kann man eben dann diesen goldenen Highlighter extrem sehen. Also wirklich sehen, wo ich den aufgetragen habe, weil er einfach dann doch zu dunkel ist für meinen Hautton. Aber da die Bräune noch von Bali ein bisschen anhält, kann ich den noch verwenden und ich finde ihn sowas von schön. Also, und die bleiben sogar im Standardsortiment. Also falls ihr eure Hände jetzt nicht dran bekommt, don't worry. MAC got you. Also du bekommst auf jeden Fall noch was. Und dann nochmal, weil ich habe ja immer die normale Strobe Cream gehabt. Die normale Strobe Cream ist jetzt die Pink Light. Und ich habe mir die goldene mitgenommen. Die heißt Gold Light. Hat wie gesagt, ist eine super schöne Base. Könnt ihr auch mal als Liquid Highlighter verwenden oder mischen. Oder ich trage es auch sehr, sehr gerne alleine. Wenn ich überhaupt kein Make-up tragen möchte, dann gibt es einfach nochmal so einen Touch von Frische. Dann als nächstes habe ich mir zwei Liquid Lipsticks bestellt bei Sephora, und zwar von Kat Von D. Den einen trage ich, das ist Bow and Arrow. Ich weiß nicht, ob ihr... Ich hole mal ein bisschen rein. Schön, oder? Ich habe den gesehen und ich dachte mir, okay, was ist meine Farbe? Ich habe den zuerst bei Tess Christine gesehen. Die benutzt ihn jetzt eben und von ihr habe ich auch den Naked 2 Liner, weil ich mag ihre Töne, die sie auf den Lippen trägt. Die sind nämlich auch immer mehr kühler als so ein warmes Braun. Und dann hat sie diesen Bow and Arrow drauf gehabt, eben das ist dieser hier. Hammer, Hammer. Dachte mir, okay, die Mutter ist gerade in Amerika, brauche ich. Muss ich bestellen, brauche ich in meinem Leben. Bow and Arrow. Dann natürlich, wenn ich mir schon einen Liquid Lipstick von Kat Von D bestelle, muss ich mir natürlich auch noch einmal Lolita bestellen. Das ist dieser Ton hier unten. Kann ich mir auch richtig, richtig gut vorstellen. Einfach nur mit einem Winged Liner, Wimpern und dann einfach Lolita mit dazu. Bombe.
Bombe. Ich kann euch nochmal Bone Arrow nebendran machen. Da könnt ihr schon sehen, dass der wesentlich kühler ist. Das ist Bow and Arrow und das ist Lolita. Bin aber gespannt, wie Lolita auf den Lippen aussieht. Ich wollte mir eigentlich noch die Shade and Light Palette, also die Konturpalette bestellen, aber wir haben ja alle kein Geld, scheiße, deswegen muss das noch ein bisschen warten. Aber ich wollte unbedingt die Lippensachen, weil Lippenstift ist... is live. Dann gleiche Geschichte wie mit meinem Naked Concealer, wo ich ja eigentlich auch nur nachkaufen wollte und dann alles gekauft habe, was ich gefunden habe, war das bei Laura Mercier. Und zwar habe ich wieder mein Secret Brightening Powder for Under Eyes in der Nummer 1 mir gekauft, weil meins ist leer gegangen. Habe ich mir wieder gekauft. Kennt ihr ja alle schon, nehme ich ja ständig. Und dann habe ich gesehen, dass Laura Mercier mit neuen Pudern rausgekommen ist. Und zwar habe ich mir dann gleich zwei Farben mitgenommen. Und zwar sind es die Candle Glow Sheer Perfecting Powder. Ja, ich habe mir, möchte ich dazu sagen, von Hourglass wieder mein Puder, oder was jetzt wieder, mir das Puder bestellt, was so ähnlich ist. Und dann auch noch die zwei von Laura Mercier. Also ich glaube, ich habe jetzt 100-mal das gleiche Produkt. Aber nein, sie sind alle verschieden. Und zwar habe ich mir einmal die Farbe 1 und 2 gekauft, weil 2 würde jetzt besser passen und 1 ist dann Winterfarbe. Denke ich, kann ich auch mal für Concealer nehmen oder für Highlighting. Genau. Sind auch wieder Puder, die sehr, sehr glowy sind. Ich kann jetzt euch nichts mehr swatchen, weil meine Hände sind komplett schmutzig. Aber in dem Video habe ich das von Hourglass verwendet. Im nächsten Video werde ich das von... Laura Mercier verwenden, aber ich liebe Laura Mercier Face Produkte oder meinen Gel Liner, den sie jetzt leider rausnehmen, den grünen. Aber ich bin total gespannt, wie die sind. Sollen wie gesagt ein super, super natürliches Finish geben, aber trotzdem diesen Glow bringen, damit man nicht so gepudert aussieht. Ein bisschen, falls ihr kennt, wie die MAC Mineralize Skin Finishes, die sind auch so von der Art. Halt wie gesagt einfach super, super schön natürlich und fixierendes Make-up und ja. Schaut euch die mal an in eurem Laura Mercier Counter, weil ich schon was dazu erzählt habe. Und zwar habe ich mir das Hourglass Ambient Lightening Powder in der Farbe Dim Light mitgenommen. Das habe ich jetzt auch gerade drauf als Setting Puder und ich finde, es sieht super, super schön aus. Ich möchte das jetzt nur mal schnell vergleichen mit dem 1er. Also sie sind schon sehr ähnlich, aber nicht compliant. Das andere hat noch mal ein bisschen mehr Beige. Nur einen Beige-Anteil, das andere ist ein bisschen rosaner. Aber ich habe das jetzt einmal komplett auf dem Gesicht drauf. Ich bin super zufrieden. Es schaut halt einfach, es schaut nicht abgepudert aus. Also es ist nicht übermäßig matt. Es ist einfach schön fixiert. Ich mir von Tarte die Rainforest of the Sea Water Foundation in der Farbe Light Sand mitgenommen. Passt jetzt, glaube ich, noch perfekt. Ja, deswegen, wenn ihr eine First Impression dazu haben möchtet, falls es euch interessiert, dann mache ich die sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt noch immer noch die Giorgio Armani Luminous Silk. Ich bin super gespannt. Die hat hier auch, ich finde allein schon das Käppchen total hübsch mit dem Lila und dem Gold. Hat so eine Pipette als Applikator. Farbe habe ich schon mal geguckt, schaut sehr, sehr schön aus. Hat einen leicht strengeren Geruch, was heißt strenger, aber einen stärkeren Eigengeruch. Jetzt nicht weiter schlimm. Aber auf jeden Fall die Tarte Rainforest of the Sea. Was ich mir auf jeden Fall auch noch bestellen möchte, ist den Concealer dazu, weil da schwärmen ja auch alle davon. Deswegen, ja. Tarte Foundation. Genau, dann habe ich mir noch von Bobbi Brown das Pot Rouge, also dieses Creme Rouge in Fresh Melon, gekauft. Finde ich total hübsch. Vor allem, wenn du mal No Makeup Makeup Day machen möchtest, nimmst du einfach das BB Cream oder einfach die Stroke Cream von MAC und dann bist du wirklich good to go. Als letztes habe ich mir noch Linsen bestellt mit einer Freundin zusammen, weil es gab wieder diese mega Aktion mit Kauf 2, 2 kriegst gratis dazu. Und da habe ich mir einmal von der Coffee Collection Espresso und Black Coffee bestellt.
Das sind braune Kontaktlinsen, Black Coffee, wie es der Name schon sagt, ist ein dunkles Braun. Und Espresso ist ein eher helleres Braun. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Eine Freundin von mir, die hat erzählt, dass sie die schon drin hatte. War super begeistert und hat gesagt, die waren super bequem. Ja, einfach toll. Überhaupt keine Probleme gehabt mit den Augen. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich wollte die eh schon immer mal probieren. Ich wollte eigentlich immer Innocent White probieren, aber ich habe ja schon sehr helle Augen, wie ihr wisst. Deswegen dachte ich mir, gehe ich jetzt erstmal mit den braunen Kontaktlinsen, schaue mir die an, wie ich die finde und dann kann ich mir immer noch die Innocent White bestellen und vielleicht nochmal grüne. Aber ja, lasst mich auch mal unten in den Kommentaren wissen, ob ihr auch mal ein Make-up-Tutorial, also ein Augen-Make-up-Look haben möchtet, wo ich wirklich für braune Augen mache, wo ich sage, okay, das wäre jetzt ein Look, der bei braunen Augen wahnsinnig toll aussieht. Ich denke, ich werde da so 2, 3 machen. Verschiedene und dann, wenn ich die grünen habe, kann ich das auch nochmal für die grünen Augen machen. Aber ja, ich schaue gerade nur noch, aber das müsste jetzt alles sein. Wie gesagt, die Make-up-Lidschatten werdet ihr ja in den kommenden Videos sehen. Ich hoffe, die sind angekommen. Die Mama hat sie mitgenommen. Ich habe nämlich die Befürchtung, die sind noch gar nicht angekommen, als sie weggeflogen sind. Aber okay, ich warte mal. Das war jetzt mein Haul zu den Produkten, die ich in der letzten Zeit gekauft habe. Es war sehr, sehr viel und ich bin jetzt sehr, sehr arm. Ich sollte vielleicht mal überlegen, ob ich meinen Körper verkaufe. Nicht nachmachen. Mache ich auch nicht. War nur ein Witz. Sehr schlechter Witz. Oh Gott. Der war so flach. Egal. Auf jeden Fall, das war jetzt mein Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wie gesagt, vergesst mir nicht, unten in den Kommentaren zu schreiben, ob ihr eine First Impression haben möchtet zu der Tarte Foundation oder ein Make-up-Tutorial haben möchtet zu den braunen Linsen. Aber ja, das waren jetzt alle Produkte. Ich bedanke mich fürs Zusehen und abonnieren und liken nicht vergessen und teilen, damit es auch jeder mitkriegt, was ich mir so gekauft habe und was ich mit meinem Geld so anstelle, was ich verdiene. Aber ja, wir sehen uns beim nächsten Video und ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen. Ciao!